So, da sitzt da wieder euer Gotti. Und ich bin gerade im Rücken meines Mittentrainings. Oder auch inmitten meines Rückentrainings. Ihr merkt schon wieder an meiner Sprachstörung. Das ist so eine gute Mischung aus Booster und Atemnot. Gepaart mit ein wenig Muskelüberlastung. Nun ja, heute gibt es einen extra Tipp für euch. Vor allem an diesem Baby hier. Das heißt, die unilaterale Maschine vom Frontlatzug. Das gilt jetzt mehr oder weniger aufgepasst für so ziemlich alle unilateralen Latzugbewegungen. Das könnt ihr natürlich auch an einem Kabel machen, ganz normal, wenn ihr einen Griff da oben habt. Und das gilt auch mehr oder weniger im übertragenen Sinne für die unilateralen Ruderübungen. Ich zeige es euch jetzt, wo es ganz markant ist, mal bei dieser Übung. Wenn ihr diese einarmig auch macht, diese Übung ist unilateral, man kann sie aber natürlich trotzdem mit beiden Armen machen. Aber man kann sich auch überlegen, ob man sie nicht mit nur einem Arm macht. Welche Vorteile gibt es, das mit nur einem Arm zu machen? Ich habe es schon manchmal bei anderen Übungen erklärt, wie zum Beispiel bei den Scott Curls. Wenn ich dazu ein Video habe, dann kommt das jetzt da. Wenn nicht, kommt keins. Man kann seinen Oberkörper anders positionieren und dadurch hat man ein bisschen mehr Flexibilität. Manchmal ist diese nötig, um auch wirklich das Optimale aus der Übung rauszuholen, denn ihr habt alle einen individuellen Körper. Manchmal ist das aber auch etwas, was euch einen extra Kick und Reiz gibt in der Übung. Hier zum Beispiel würdet ihr, wenn ihr die mit beiden Armen macht, immer den Oberkörper in der gleichen Ausrichtung lassen. Ihr würdet ja nicht plötzlich schief dazu stehen, denn dann trainiert ihr beide Achsen auch sehr unterschiedlich. Also lasst ihr den Oberkörper gerade, zieht das Ganze runter bis zu einem gewissen Punkt. Im Optimalfall, schaut euch mal all meine Rückenvideos an, haltet ihr das kurz und geht langsam wieder hoch. Was ihr jetzt machen könnt, ihr habt ein extra Movement. Wenn ihr nur einen Arm benutzt, könnt ihr auch mit dem Oberkörper in Schieflage kommen. Warum? Werde ich gleich erklären. Und das gleiche gilt unten. Hier könnt ihr jetzt ein wenig euch reindrehen. Hier wieder, Achtung, hier kann ich mich reindrehen. Hätte ich jetzt aber den anderen Teil noch hier, könnte ich das natürlich nicht, kann mich nicht in beide Richtungen gleichzeitig reindrehen. Was gibt uns jetzt dieser extra Spielraum am Anfang der Übung und auch am Ende der Übung? Zum einen können wir natürlich nochmal die Peak Contraction, also die Spitzenkontraktion, ein wenig erweitern. Die wäre sonst hier, wenn euer Ellbogen maximal zurückgeht mit geradem Oberkörper. Jetzt könnt ihr ein bisschen hinten reinziehen und ihr werdet es direkt schon spüren, es bringt ein wenig was. Die Latissimus-Anspannung ist ein Stückchen mehr da. Und natürlich kommt ihr auch oben, das sind die 10 cm, die ihr da habt, noch mehr in den Stretch. Mit geradem Oberkörper wäre das so. Wenn ihr jetzt noch ein wenig weiter nach oben kommt, könnt ihr noch ein wenig mehr in den Stretch gehen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was soll das Ganze für den Muskelaufbau bringen? Das bleibt natürlich eine Frage. Range of Motion ist kein Garant für den Muskelaufbau, aber vielleicht fühlt ihr das dadurch ein wenig besser. Vielleicht ist auf einmal der Pump besser oder ist es auch einfach nur eine Abwechslung, die er reinbringt. So oder so, diesen Teil solltet ihr ausnutzen, denn sonst bringt es kaum etwas. Ein anderer großer Vorteil bei unilateralen Bewegungen, die auch wirklich nur mit einer Seite trainiert, ist, dass ihr das zentrale Nervensystem ein wenig entlastet. Denn ich muss nicht auf einmal mit meinem Körper so viel Muskeln auf beiden Seiten anspannen, gleichzeitig und damit, ja, hier knapp 140 Kilo bewegen, sondern auf einmal nur noch 70 und eine Hälfte gleichzeitig anspannen. Bisschen erholen und dann die andere Hälfte. Das ist ein größerer Vorteil bereits schon. Ihr könnt es also ein bisschen zerlegen, ZNS, da ist das Video dazu, erfolgreich umgehen und davon habt ihr natürlich auch was. Gerade bei Übungen wie hier, wo ihr sehr viel Gewicht bewegt. Und jetzt kurz zur Übungsausführung, denn da haben wir auch etwas ganz Besonderes. Achtet darauf, dass ihr trotzdem den Großteil der Strecke korrekt weiterhin ausführt und nicht die ganzen Hilfsmuskeln, die dabei sind. Wenn ihr den Torso bewegt, dann sind eure schrägen Bauchmuskeln und eure Unterrücken, die Torsostabilisatoren natürlich mit drin. Aber die sollen natürlich auch nicht den Teil abnehmen, der intensiv nur auf den Rücken geht. Die Isolationsbewegung wäre, dass ihr gerade runterzieht. Der Oberkörper bewegt sich kein bisschen, kann also nicht helfen. Und nur der Rücken, natürlich im Partnerarbeit mit den Bizeps, zieht das Ganze nach unten. Umso mehr ihr von Anfang an mit Ruck, mit den schrägen Bauchmuskeln und allem drum und dran trainiert und das auch noch hier haltet und wieder hochgeht, desto mehr verteilt sich das und auf einmal habt ihr weniger für die Zielmuskulatur, den Rücken, getan,
als es ihr sonst gemacht hättet bei normaler Ausführung mit beiden Seiten. Wie können wir das erfolgreich umgehen und trotzdem die Vorteile nutzen? Guckt, dass ihr genau den Teil, wenn ihr diesen Teil hier passiert und der Oberkörper wieder gerade sein kann, das heißt, ganz am Anfang habt ihr den extra Stretch und euer Oberkörper neigt zu einer Seite, dann kommt ihr in den geraden Teil rein und von da an zieht ihr und macht die Übung ganz genauso, wie ihr sie auch vorher gemacht hättet mit beiden Seiten. Zieht nur mit dem Rücken zurück und erst ab hier, wenn ihr wieder unten seid, verankert seid, geht ihr etwas mehr in die Seite rein. Nicht schon in der Mitte der Bewegung, da helft ihr noch nicht. Runterziehen, den Großteil der Bewegung, dann rein. Wieder raus, negative genauso, hoch, nicht beides gleichzeitig. Hier wieder zurück, negative hoch, dann in den Stretch. Das heißt, ihr behandelt es wirklich als drei Teile einer Bewegung. Der erste, wo ihr den Oberkörper verschiebt. Der zweite, wo ihr ganz normal trainiert, der ist identisch mit, wenn ihr beide trainieren würdet, bilateral. Und dann der dritte, wo ihr nochmal den Oberkörper reindreht. Und genauso umgekehrt wieder zurück, Oberkörper rein, locken, dann wieder hoch, dann wieder Oberkörper. Genauso macht ihr das. Am Anfang macht es noch sehr extrem, später, das könnt ihr auch bei meinen Rückenvideos sehen, wenn ich die Maschine benutze, geht das ein wenig fließender, aber Muscle-Mind-Connection ist da, der Rücken wird benutzt. Das wäre die beste Form, wie ihr das zumindest nutzen könnt. Versucht es dann mal und ich hoffe, dieser Tipp hat euch geholfen. Ich werde es jetzt nicht vorführen, denn ich mache mein normales Training weiter. Ich schwitze auch schon wie ein Arschloch und deswegen, nun ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare alles, was euch dazu einfällt. Wenn ihr mehr solcher Tipps hören wollt oder spezifische Anfragen habt, schreibt es auch in die Kommentare. Gerne komme ich dem nach. Ansonsten schaut euch die anderen Videos auf dem Kanal an, abonniert ihn natürlich und man sieht sich. Nur dann mit mehr Rückenmasse. Bis bald.